Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Zurück im Reich der Wallonier, das sich immer noch erwehren muss, den Angriffen der Shang. Aber eine Armee nach der anderen können wir vernichten. Insofern bin ich optimistisch, dass auch die letzten zwei Verbliebenen von uns vernichtet werden können. Wir werden sehen, ob nicht noch mehr kommen. Möglich ist es, wenn ich mir die Stärke der Shang-Dynastie anschaue. 2900 gegen 1200 auf unserer Seite. Wahnsinn. Nun gut, wir machen weiter. Wir haben hier einen Siedler, den wir dort unbegleitet hinschicken wollen. Das ist auch eine gewisse Gefahr, nicht wahr? Ist das eigentlich so eine kluge Idee? Ehrlich gesagt, nein. Wir könnten jetzt hier den Spießträger mitschicken, dann ist Wartenberg ganz ohne Schutz. Wir könnten auch einfach warten. Es gibt keinen Grund für Eile. Ich denke mal, wir gehen kurz zurück und warten. Vielleicht schicken wir auch einfach die Stadtwache mit. Dann haben wir da unten auch einen guten Schutz. Das ist okay. So. Ansonsten, Bauten haben wir überall ausgewiesen. Die Frage ist, hat jede Armee eigentlich einen anständigen Anführer? Weil das wäre jetzt langsam schon wieder möglich. Ja, hier ist die Frage. Man kann auch Anführer entlassen. Ne? Also man könnte den entlassen, würde uns nochmal 22,5 EP kriegen. Es ist ein Anführer 2. Ja. Haben wir einen intakten Spießträger? Da muss ich erstmal ein bisschen ausruhen. Ja, wir lassen es mal noch. Aber die Option, die lassen wir uns offen. Ingenieurkunst, das werden wir, glaube ich, nicht mehr unternehmen. Wir werden dann irgendwann im Maschinenbau weitergehen, wobei ich tatsächlich echt unsicher bin. Kohle haben wir immer noch nicht erschlossen. Eisenerzsucher brauchen wir nicht. Wir haben genug Eisenerz. Schmelzofen würde ich wahrscheinlich machen, weil die Bleede brauchen wir auch nicht, weil wir nicht in den Angriff gehen. Und dann wird das hier interessant. 70, 90 sind 180. Ab da könnten wir beides freischalten. Naja, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht mehr als, oder dass wir nicht an die 200er Grenze kommen. Mit dem Rest können wir erstmal nichts anfangen, außer dass wir hier direkt noch eine Änderung starten. Und was ich direkt schon auch gemacht habe, ist Änderung für Immigration. Weil das werden wir jetzt weiterhin nutzen, zum Beispiel um Neulandenburg Bevölkerung zu geben. Ja, das bedeutet, wir können eigentlich die Runde beenden. Halt, nein, ich habe den Speer dort vergessen, der Arme. Oh mein Gott, der wird bestimmt jetzt angegriffen. Aber er kann ja in der Regel dann nochmal fliehen. Aber er wird nicht angegriffen. Die haben Besseres zu tun. Und ziehen noch eine kleine Armee nach. Spannend. So wie es aussieht. So. Aber wir haben hier, wie gesagt, eine angeschlagene Einheit. Wir haben noch nicht mal richtig guten Ersatz hier. Die sind zu weit entfernt. Das bringt mich eher dazu, dass wir sie zurückziehen, würde ich sagen. Ja. Und einfach mal abwarten, bis wir wieder voll ausgeheilt sind. Wir haben jetzt keine Eile hier an dieser Stelle. Ja, machen wir das. Bringen wir sie da auf den Hügel. Das passt schon. Bin ich mit einverstanden? So. Hier werden wir jetzt Güter für Neulandenburg ernten. Das gucken wir uns direkt an. Wartet. Hä? Ah doch. Ah ja, logisch. Sind ja nicht die Arbeiter. Wir bekommen direkt die Nahrung. Denkfehler. Alles gut. Anlegeplatz, würde ich sagen, können wir auch besetzen. Das passt schon. Jetzt haben wir hier natürlich 200%, das ist gut. Jetzt bräuchten wir eigentlich als nächstes hier ein bisschen Produktion. Produktion kriegen wir allerdings nur durch den Wald im Moment. Und das ist schwierig, weil 28 Holzfällerlager, das ist so heftig. Aber was soll man machen, ne? Wir könnten höchstens in den Städten dann mal wieder was tun. Aber wir machen erstmal was anderes. Wir haben ja hier jetzt unsere Stadtwache. Die ziehen wir auf den Siedler und ich werde hier direkt noch eine Stadtwache bauen für Wartenberg. Ja, ab wann wird die Unruhe ein Problem?
Nächstes Unruhe Level 30. Okay, ist kein Problem. Werden wir nachher easy senken können. So, du bleibst hier. Und wir wären schon wieder beim runden Ende. Was durchaus in Ordnung ist. Wir kommen ja auch... Also unsere Situation ist stabil. Wir bringen auch unsere Ökonomie während des Krieges weiter voran. Ich bin nicht... Ich bin irgendwie nicht entsetzt über die Lage. Im Gegenteil. Vorsichtig optimistisch. Hier breitet sich das Gebiet aus. Gefällt mir auch. Viel Platz. Und sie ziehen runter. Und sie ziehen auf die Ebene. Das ist unsere Gelegenheit. Auf die haben wir gewartet. Sie ziehen auf den Müll. Hauptsache den Müll plündern sie nicht. Das wäre unschön. Können sie, glaube ich, jetzt noch nicht. Haben sie zumindest nicht getan, so wie es aussieht. Ja, ich würde sagen, dann ist das der Moment für den Angriff. Allerdings Angriff mit der schwächeren Armee. Ist das gut? Wir könnten auch mit der angreifen. Die haben tatsächlich unseren Speer nicht behelligt. So wie es hier die Vorhersage. Kein Schaden, schwerer Schaden. Das gefällt mir. Ernsthaft? Okay, wir kommen dabei dann nicht durch. Wie ist das? Ich kapiere nämlich immer nicht ganz tiefer Wald. Endet dann unsere Bewegung, wenn wir jetzt hier in den tiefen Wald gehen? Halt, wir können aber mit der Armee vorziehen. Das müsste doch gehen. Dann könnten wir angreifen mit der Armee. Ich bin gespannt. Ei, das war schon mal gut. Schön, 30 Schaden am Ritter. Ritter direkt vernichtet. Oh, grandios. Nächster. Okay, die schießen nochmal. Fantastische Schlacht. Katapult kaputt. Komplett ausgelöscht. Grandios. Grandios. Hier sind wir natürlich jetzt angreifbarer, aber trotzdem. Super. Adelsberg wird dann von der Armee besetzt. Ach, das lief ja herrlich. Wir gehen ein bisschen zurück, damit der überlebt. Ja. Also ich glaube, der vorsichtige Optimismus, der war angebracht. Erfreulich. So, hier haben wir die nächste Stadtwache gebaut. Ich hoffe, jetzt wird die Unruhe langsam wieder sinken. Die bleibt jetzt hier auch und mit denen marschieren wir jetzt hier. Wie geplant hin. Gut. Ja, was machen wir hier? Wir wollten ja eventuell wieder Arbeitskraft investieren. Aber, ne? Die wichtigen Aufwertungen. Geheimerat 2 Wissen. Monument ist hier vielleicht gar nicht so wichtig. Wäre aber schon schön, wenn wir da mal ein bisschen Produktion hinten reinbekommen. Naja, wir machen das trotzdem hier. Wir müssen weitermachen hier. 2 Wissen ist zu stark. Um es jetzt nicht anzugehen, hilft nichts. Das muss dann irgendwie von selber da hochticken. Wir haben die Werkhalle Neues Werde abgeschlossen. Okay. Hier kommen wir langsam in den Bereich. Das Letzte, was wir hier benötigen, ist eigentlich noch die Universität. Und dann können wir hier zumindest die Produktion umwandeln in Arbeitskraft. Ja. Gibt uns ja auch Ingenieurpunkte. Also gehen wir hier auf die Universität. Wir kriegen jetzt schon verdammt viele Ingenieure. 9, 11, 12. So, und in der Hauptstadt in Potsdam ist die Universität abgeschlossen. Wir gucken uns mal kurz an. Wir haben plus 3, das ist okay. Der Marktplatz ist für uns nicht wichtig, der Palast auch überhaupt nicht. Das Schatzhaus tatsächlich auch nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Insofern ist jetzt doch der Zeitpunkt gekommen, wo wir hier Arbeiter anwerben und damit plus 22 bekommen. Das wird uns voranbringen. Wir haben hier nur ein Hygieneproblem. Warum eigentlich? Haben die irgendwas kaputt gemacht, was wichtig ist? Ist es Eisen? Nee. Es könnte sein, dass wir tatsächlich nochmal eine neue Müllanlage benötigen.
Ja, könnte man hier platzieren. Das werden wir vielleicht sogar das nächste Mal machen, um Potsdam immer weiter wachsen zu lassen. Das ist nämlich ein gutes Gefühl, wenn die kaiserliche Hauptstadt so enorm groß wird. Ich würde gerne mal wissen, wie groß hier die Shang-Städte sind. Das werden wir aber nicht so schnell erfahren. Also machen wir weiter. Was macht die letzte verbleibende Armee? 'Zieht auf die Ebene. Dankbar ist das Ganze. Dankbar. So, das ist unsere starke Armee. Die ist nach wie vor einsatzfähig. Insofern habe ich eigentlich keine Bedenken, hier den letzten großen Angriffsbefehl zu geben. 31 Schaden. Meine Güte. Ist das gut. Ah, schade. Ich dachte, du gehst auf die Ritter. Gehen sie aber nicht. Der Ritter, der macht nochmal ordentlich Schaden. Schön. Armbrust ausgeschaltet. Gehen wieder nicht auf die Ritter. Ich ging, glaube ich, immer auf die zuerst. Ne? Jetzt halt. Ritter auch weg. Gekillt. Wunderbar. Das war's mit der Armee. Und dann haben wir noch diese 55er. Das ist nur ein einzelner Spießträger. Ich würde sagen, auch der wird dann sofort vernichtet werden. So, da zögern wir gar nicht mehr lange. 40% Verteidigungsbonus wegen tiefer Wald. Ach krass. Das wusste ich gar nicht, dass der tiefe Wald nochmal einen extra Bonus gibt. So, jetzt stellt sich aber die Frage, sind wir jetzt in der Lage für einen Gegenangriff? Ups, hier ist ja noch eine Armee aufgetaucht. Ach, das ist die Geflohene. Ha! Ja. Wie sieht's hier aus? Kein Schaden eliminiert. Okay, das macht wieder der Kundschafter. Der macht den Rest. So, alles vernichtet. Ein großer Sieg. Aber natürlich ändert sich nichts am Machtvergleich großartig, weil ich glaube, diese Machtbewertung, da fließt halt nur die Armee zu einem kleinen Teil ein. Ja, jetzt müsste man echt wissen, was der Gegner da hat. Wir könnten in Potsdam natürlich schnell zum Beispiel... Ah, wartet. Wir könnten jetzt echt eine Blide bauen und versuchen wirklich in die Offensive zu gehen. Zumindest ihm diese popligen Städte da oben abzunehmen, dass wir die als Vasallen haben. Sagen wir so, wir versuchen es. Ich glaube, wir haben nicht, ja, ich glaube, das Risiko ist überschaubar. Wir haben alle Kapazitäten, um relativ schnell nachzuproduzieren. Ingenieurskunst, ja, pass auf. Das machen wir jetzt. Wir gehen in Maschinenbau, wir gehen in die lokale Industrie und wir gehen doch in die Blide, die wir auf diese Art und Weise freischalten. Dann gucken wir uns Potsdam an und bauen eben diese neue Blide. Das Ding hier. Naja, ich hoffe mal, dass das dann richtig gut ist, ne? Wobei gegen Mauern und Türme ist sie besonders gut. Wir kämpfen eigentlich da noch nicht gegen Mauern und Türme. Halt doch, Türme haben die. Okay, Steintürme. Könnte gefährlich werden. Na dann. Mach das mal. Blide, zwei Runden. Und wir werden dann in den nächsten Runden weiterziehen. Und ich denke, wir werden ihn entlassen. Und uns noch hier neun dazu holen. Ach, wartet, wir haben eine Blide sogar bekommen. Aufstellen. Bewegung ist größer als gleich 10. Halt, stopp, dann brauchen wir gar keine Blide bauen, wenn wir schon eine haben. Dann würde ich auf jeden Fall lieber noch einen zweiten Ritter dazu holen. Das scheint mir besser zu sein, wenn wir so ein bisschen in die Offensive gehen. Und der Anführer, den würde ich austauschen. Bin mir nicht sicher, ob wenn wir zum Beispiel den Armbrustträger zum Anführer machen... Aber der hat Anführer 3. Nee, ah, wir müssen eine 4er-Tech zum Anführer machen. Das ist wichtig. Ja, das sollten wir dann noch tun. Okay, prima. Wir marschieren dort weiter.
Ja, tatsächlich, da ist die Bleede dazugekommen. Bemerkenswert. Emigration können wir jetzt tun. Sehr gut. Auf nach Neulandenburg. Das nehmen wir gerne mit. 5 Leute. Ah, 34. Bauen wir jetzt eine Pyramide oder bauen wir doch lieber eine Müllkippe? Was für eine Wahl. Ich tendiere doch zur Müllkippe. Nebeneinander. Gibt leider keinen Bonus, vermute ich mal. So, da wird der Ritter gebaut. Ansonsten haben wir alles ausgenutzt. Kriegsführung werden wir noch upgraden und Diplomatie ist leider für uns in dieser Situation nix. Gut. Naja, ich bin mal gespannt. Ich habe den Eindruck, dass man das, glaube ich, ein bisschen falsch einschätzt, was man offensiv erreichen kann. Was ist das denn dafür? Ah, da oben sind Perser, okay. Aber wer weiß, vielleicht klappt es ja besser als gedacht. Gut, gehen wir erstmal hier in Richtung unseres Standortes. Gründen die Armee das nächste Mal. Können wir direkt mal hier so eine Art Vorhut machen? Nee, wir kommen da nicht gut durch. Ja, das ist allgemein jetzt ein bisschen das Problem. Ich würde sagen, die Truppe ist ziemlich gut. Und mit der Armee marschieren wir... Ja, die ist eigentlich ausgeheilt. Marschieren wir mal hier hin. Gegebenenfalls... tauschen wir den noch aus. Von hier nehmen wir jetzt mal die Bleede mit. Die steht natürlich da jetzt sehr ungeschützt. Das gebe ich zu. Wir müssen hier in unserem Territorium bleiben. Wobei der Spießträger wird mit der Zeit selber... heilen, das ist okay. Und ich werde der Bleede, glaube ich, nochmal einen Spießträger mitgeben, so ein bisschen als Schutz. Vielleicht auch sogar noch einen Arbus schützen, das ist okay. So, da haben wir quasi fast 3 Armeen, die wir da mitgeben. Wir müssen ein bisschen aufs Geld aufpassen, -2 durch den Einheitenunterhalt. Das ist nicht ohne. Müssen wir entsprechend nochmal gucken, welche Gebäude wir da bauen wollen und können. So, hier sind wir am Ritter dran, hier am Geheimrat, hier an der Universität. Mhm. Gut, insofern alles klar. Der Ort wird uns auch noch ein bisschen Sicht geben, die Burg gibt uns auch Sicht. So weit, so gut. Runde beenden. Ah, die nächste kleine Armee, die sogar dort auf der Ebene auf uns wartet. Wie erfreulich. Dann zögern wir nicht. Die Frage ist, wer sich der Armee annimmt. Nö, das macht ihr schon mal. Das ist schon in Ordnung. Mit einem Katapult. Was ist das? Ein Samurai, okay. Der wird allerdings sofort erledigt. Das einsame Katapult hat auch keine große Chance und wird durch die Armee zerstört. Ja. So, hier rücken wir nach. Dann müssen wir gucken, wie wir das hier in sich irgendwie verteilen. Es wäre schön, wenn der Kundschafter ein bisschen vorangehen könnte. Ist aber etwas schwierig. So, hier etabliere ich jetzt nicht Köln. Wie nennen wir diesen Ort? Wir nennen ihn, ja, ich denke mal, hier wird irgendwann mal Öl auftauchen. Deswegen wird das Ölsnitz. Öl, ein Konzept, von dem wir eigentlich noch nicht so viel wissen. Kulturkraft kann verwendet werden. Oh, spannend. Das ist jetzt tatsächlich spannend. Ich tendiere dazu, dass wir hier eine Stadt etablieren. Hier ist natürlich fruchtbares Buschland, aber eigentlich ist der Plan die Hoffnung, dass wir hier eine Straße bekommen.
Hier könnte man dann zumindest noch so eine Holzstadt irgendwie hinkriegen. Naja, machen wir das da. Mir gefällt es auch gut, wenn wir hier die Ebene mit erschließen. Wir können natürlich in die Richtung gehen. Die Ebenen sind hier ein bisschen fruchtbar, klar. Aber wie gesagt, die Straße ist mir tatsächlich nicht ganz unwichtig. Also gründen wir die Stadt. Ja, tatsächlich, die Straße ist da. Sehr schön. Was cool wäre, wenn man hier so eine Brücke bauen könnte. Später. Wir nennen diese Stadt, nennen wir ein Buschdorf. Gut. Ja. Okay. Sehr schön. Wir haben 14. Aber um hier Produktion reinzubekommen, ich würde fast sagen, ah nee, da haben wir noch nicht die Grenzen erweitert. Nee, müssen wir es da machen. Brauchen wir deutlich mehr. Und die Pyramide steht auch immer noch im Raum. Und die Reparaturen an der Hauptstadt stehen auch noch im Raum. Da ist die Frage, was fast wichtiger ist. 3,5 kostet nur. Okay, dann nehmen wir erstmal den Steinbruch. Das ist schon ganz gut. Die Reparatur kostet 6. Komm, wir reparieren lieber hier erstmal. Ja, damit Potsdam hier mit aller Kraft auch noch den Ritter finanzieren kann, bauen kann. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. So, hier wäre Kohle inzwischen auch erreichbar. Was macht eigentlich diese Stadt? Mhm. Ja, Integration würden wir natürlich auf keinen Fall machen. Ich weiß gar nicht, wie schnell der Wohlstand mal... Wachstum in 8 Runden. Bin nicht sicher, wie dieser Wohlstandswert ansteigt. Ob das nur geht, wenn man das aktiv betreibt, könnte sein. Dafür hätten wir noch den Händler. Aber Wolgast ist vielleicht eine Stadt, die wir selber uns da nochmal entwickeln. Ich denke, wenn, dann schicken wir den Händler nach Ölstein. Das können wir es eigentlich jetzt schon machen. Warum warten? Ab durch den Wald. Mit anderen Leuten werden wir vermutlich eh nicht handeln. Auf absehbare Zeit. Wie traurig, aber wahr. Also, beenden wir die Runde. Hier dehnen wir uns weiter auf dem Wasser aus. So, die Shang-Dynastie zieht uns erneut mit einer Armee entgegen. Mit einer kleineren Armee. Jetzt versuchen sie es aber wirklich. Mit allen erbärmlichen Mitteln. Ah, wir machen es, glaube ich, mit. Da ist die nächste. Müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ich denke, es sollte kein Problem sein. Die Frage ist, ob wir einen Austausch vornehmen. Aber an dieser Stelle die Bliden reinzunehmen, ist, glaube ich, nicht so klug. Die Frage ist, schaut mal, wir haben hier einen Dreier-Speerträger. Das wäre noch eine gute Möglichkeit, um hier einen geilen Anführer zu bekommen. Ich würde sagen, es ist Zeit. Oder warte mal, solange wir noch nicht eine volle Armee haben, bringen wir den Anführer hier rein. Dann bringen wir hier den Dreier-Speerträger rein. Den Dreier-Speerträger machen wir zum neuen Anführer dieser Armee. Und haben jetzt zwar noch keinen Ritter. Ah, warte, der müsste ja jetzt auch bereit sein. Der kommt aber nicht so schnell dahin. Egal, auf jeden Fall haben wir eine sehr schlagkräftige Armee. Ah, der Gegner kommt noch nicht mal zum Zuge. Wie wir das lieben. Okay, vielversprechend. So, was uns jetzt hier eigentlich fehlt, ist noch hier ein Spießträger. Pass auf, wir marschieren mit der Armee hier hin. Den Spießträger widmen wir hier um. Vielleicht können wir da dorthin. Und die Bliede kommt einfach nach, gemeinsam mit dem Ritter. Ja, das wird eine interessante Operation. Nur aufpassen, dass hier unten nicht irgendwas plötzlich auftaucht. Erkundung wäre auch gut. Händler zieht weiter. Der Ritter ist gebaut in Potsdam.
Das heißt, wir können jetzt wieder zurückgehen auf Arbeiter anwerben. Um weitere Reparaturen wahrscheinlich vorzunehmen. Das will ich ja eh nicht reparieren. Ich glaube, das können wir dann auch mal zerstören, damit das hier nicht immer so hässlich brennt. Wisst ihr was? Wir zerstören das. Wir kriegen so eine Rückerstattung. Das ist ganz nett. Deswegen können wir das dann reparieren. Die Mine. Perfekt. Okay. Plus 28 pro Runde. Das heißt, wir haben die, hätten die Pyramide das nächste Mal für Neulandenburg. Das gefällt mir auch. Auf geht's. Wird er uns angreifen? Ist das der Moment der Rache? Die Spannung steigt. Hat das eigentlich Nachteil? Okay, er zieht darüber. Hat das Nachteil, Vasallen zu haben in irgendeiner Form? Man zahlt ja eigentlich keinerlei Unterhalt für die. Soweit ich weiß. Na, man kriegt halt ein bisschen Einkommen. Aber es kostet einen nichts. Vasallen zahlen jeder Runde ein Tribut, basierend auf ihrem Wohlstand und entwickeln sich automatisch. So, das heißt insofern, in diesem Falle, da wir uns jetzt hier auch nicht mehr weiterentwickeln werden, ist es okay, wenn wir die Vasallenstaaten übernehmen. Wir sehen übrigens da eine nächste große Armee anrollen mit zwei Rittern. Das wird schon eine gewisse Herausforderung werden. Die Frage ist, was ist die Prognose? Leichter Schaden, schwerer sagen. Schaden 80% Sieg. Wir gehen ran da. Oh mein Gott! Was? Shit. Ja. Naja. Dennoch werden wir die erstmal töten. Sicher, sicher. Und da muss ich mir überlegen, was wir da hinten machen. So, das Katapult hat lächerlicherweise überlebt, aber zum Glück haben wir ja eine schöne... Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Haben wir eine schöne Möglichkeit, die zu zerstören. So. Ja, Das Problem ist, wenn wir jetzt vorrücken. Wir würden nur leichten Schaden bekommen. Also, es gibt eine 80% Chance, dass wir da reinrücken. Dann kann der Gegner uns komplett von beiden Seiten angreifen. Das ist nicht gut. Insofern würde ich sagen, gehen wir einen Tick zurück, warten, bis die Armee da ist, bevor wir hier an dieser Stelle weiter agieren. Wir klären aber ein bisschen auf. Mal, was da so los ist. Im Moment nicht viel und sicherheitshalber rücken wir hier ein bisschen vor. Und wir haben natürlich noch, oh ja, unseren Ritter. Insofern sollten wir, ach, die sind alle so gut, ne? Wir haben hier nur einen Armbrustschützen, das ist der Unterschied. Ah, die sind so richtig gut inzwischen. Angriff, boah, Angriff 27. Der Ritter hat einen Angriff von, naja, 32. Ja, kommt. Wir tauschen ihn aus, auch wenn er so gut ist. In der Reserve wird er uns sicher irgendwann auch noch helfen. Der Ritter allerdings auch schon... Der kommt aufgrund der Kaserne hier sehr, sehr gut ausgebildet dahin. Großartig. So, der Händler zieht weiter. Die Universität ist dort abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Marktplatz brauchen wir nicht so dringend. Wehrturm... auch nicht so dringend. Unruhe 0. Ja, die Wache wird irgendwann relevant werden. Aber ich denke, wir werden weiter Arbeiter anwerben. Und werden uns jetzt aber es nicht nehmen lassen, die nächste Pyramide zu bauen. Ja, bauen wir sie hier. Sehr schön. Und die wird auch gleich von Arbeitern besetzt. So gehört sich das.
Das gibt uns direkt einen Kulturpunkt mehr. Wunderbar, 7,1 haben wir schon wieder. Sehr, sehr schön. Potsdam wird auf 18 wachsen. Ich bin gespannt, ob dann Luxus wirklich ein Thema sein wird. Im Moment scheint es ja irgendwie kein Problem zu sein, bemerkenswerterweise. Wir beenden die Runde und schauen, wie die Gegner vorrücken. Ob sie vorrücken. Vielleicht ist das ihre Verteidigungslinie. Ich meine, dass... Oh, sie rücken vor, ja. Das Mutterland... Was wollen denn die Deutschen jetzt, bitte? Die haben da gesiedelt. Ja, gut. Ist langsam in Reichweite, ne? Das Mutterland von denen ist schon beeindruckend, wie ich zugeben mag. Aber, ja, sie haben sich jetzt hier ganz gut eigentlich für uns positioniert. Hier sind wir ein bisschen angeschlagen. Da könnten wir noch einen Tausch vornehmen. Der Spießträger ist leicht angeschlagen. Wie ist hier die Prognose? Die Prognose ist leichter gegen schwerer und unentschieden. Okay, das kann man eigentlich ganz gut bringen. Haben wir hier einen guten Spießträger? Nee, aber wir haben einen guten Armbrustkämpfer. Ich würde sagen, dann machen wir das. Wir ziehen den Spießträger hier raus. Wir ziehen den Armbrustkämpfer da rein. Greifen mit dieser Armee hier an. Jawohl. Schön die Armbrustschützen schon mal ausgeschaltet. Ich würde sagen, das heißt, wir können die hier eliminieren. Stehen wir natürlich da, aber ich glaube nicht, dass er uns da angreifen wird. Und wir werden hier weiter marschieren, beziehungsweise erstmal Schaden machen. Dieser Samurai ist kein so tolles Ziel. Aber er hat keine Armbrustschützen, deswegen kann er uns nicht wirklich schaden. Spießträger gegen Spießträger ist FSC. Die Ritter kommen aber hier gut zum Tragen. Unsere Armbrustschützen natürlich auch. Aber der eine nimmt da ganz ordentlich Schaden. Zweite Einheit getötet. Schade, ganz, ganz wenig hat gefehlt, um noch weitere Einheiten zu töten. Okay, wir sind ein bisschen angeschlagen. Wenn er jetzt hier angreifen würde, würde er vor uns sicher auch was töten. Aber so ist das. Ansonsten würde ich sagen, läuft's ganz gut. Ganz gut. Ich denke, diese Offensive werden wir beim nächsten Mal weitertragen. Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns bei eben diesem nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwall.